Und damit willkommen zum letzten Part von Let's Play Mario Kart 7. In diesem letzten Part werden wir die Münzenschlacht spielen. Und ich denke bei der Charakterauswahl, ja, wir spielen Mario Kart. Deshalb spielen wir auch mit Mario. Und was am Spiel, ja, am schwersten ist freizuschalten, sind natürlich die Goldteile. Deshalb fahren wir einfach mit Goldkart, Goldräder und Goldgleiter. Mario lässt sich gut gehen. Computer machen wir auf normal, war im letzten Part schon spannend genug. Arena. Hab ich alle gezeigt, oder? Ich meine, habe ich alle gezeigt, ja, deshalb machen wir zufällig. Items alle, Teams. Ja, wir machen ja zwei Runden, wie gesagt. Bei einer Runde wäre der Part viel zu kurz. Noch kürzer als die anderen. Ja, obwohl auch so ungefähr. Aber solange wir... Der letzte Part war ja 22 Minuten. Und ich denke, das ist okay. 22 Minuten sind völlig okay. Dann spielen wir auch. Dann würde ich sagen... Bei Kurs habe ich jetzt zufällig. Ne? Nicht, dass ich die Reihenfolge habe. Weil das wäre ein bisschen blöd. Stirb. Alter, hat aber keine Münzen. Ja, ist ja keine Ballonbalgerei. Das ist jetzt die Münzenjagd. Wie funktioniert denn die Münzenjagd, Rick? Das ist ganz einfach. Wir müssen nach Münzen jagen. Aua. Da ist eine Münze. Man kann auch, glaube ich, weiß nicht, ob man mit dem Pilz Münzen wegschnappen kann. Und wenn man getroffen wird, dann fliegen meine Münzen irgendwo auf der Map verstreut irgendwo hin. Und natürlich auch, wenn man andere Leute abschießt, kann man deren Münzen bekommen. Ja, das mache ich ganz gerne. A und B gedrückt halten, dann kann man so einiges... Na, natürlich holt der sich da jetzt alles ab, aber... Der hat nicht mit mir gerechnet. Alter, ich habe 4 Panzer. Komm schon, okay. Nice. Oh, die Münzen fallen hier hin. Cool. Dann gehört mir das mal ganz schnell alles mir. Und wer hat nach mir geschossen? Natürlich ist es auch, glaube ich, Leute... Ist es besser, Leute abzuschießen, die mindestens 3 Münzen haben. Oder... Nee, das ist irgendwie auf die Münzenmenge bestimmt, wie viel man hat. Luigi verliert jetzt immer nur 2. Und der hatte eben 3 Münzen. Aua. Aha. Och, gib doch her, Digga. Das ist meine Münze. Noch bin ich auf Platz 1. Ja, deshalb ist es auch, glaube ich, ja, ich glaube, Schwierigkeit normal ist schon okay. Ihr seht ja auch. Und ihr seht vor allem, dass es verdammt chaotisch ist, wie Mario Kart eigentlich immer in einem Battle-Mode ist. Ich wollte jetzt eigentlich nicht werfen. Als ob der seine Münze wiedergekriegt hat. Nee, Koopa, nicht mit mir. Was, er hat hier jetzt auch noch abgewehrt? Dann halt Luigi. Danke sehr. Jetzt geht es auch um jede Münze. Also ich kann auch von mir aus Leute abschießen, die nur eine Münze haben. Obwohl es wäre auch gut, meine Konkurrenten abzuschießen. So, noch 14 Sekunden. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass kein anderer irgendwas kriegt. Und deshalb stelle ich mich in die Ecke und warte jetzt ab. Keiner kann mir irgendwas. Und ich scheine zu gewinnen. Ja, Makito hatte noch einen roten Panzer, hat man unten gesehen. Aber er ist nicht zum Schuss gekommen. Damit habe ich 8 Punkte. Und habe... Okay, ja, dann habe ich jetzt erstmal, ne? Ja. Wertung und Credits kam ja alles im 16. Part, falls jemand das sehen möchte. Also so für Abschluss und so war eigentlich das der letzte Part. Da kam Wertung, da kam Credits. Also wer das sehen möchte, Part 16. Einschalten. Und ansonsten spielen wir einfach hier nur Wertung und so, habe ich auch alles schon gesagt. Deshalb, ja, ist der letzte Part einfach nur wegen, weil die Reihenfolge dann so gut wäre. Ne? Wäre dumm, jetzt beim Blitzcup auf einmal aufzuhören, dann die beiden Modi hier spielen in 2 Parts und dann irgendwie den Blitzcup dann im 18. zu machen. Letztendlich. Das ist ja jetzt der 18. Part. Aber ich denke, so wie ich es mache, ist schon ganz gut, dass das jetzt der letzte Part von Let's Play Mario Kart 7 ist. Und ich habe 0 Münzen, Junge, wollt ihr mich verarschen? Die sind hier alle auf... Warum schießt ihr mich ab? Ich hab noch nicht mal was, Alter. Die sind echt nur auf den menschlichen Spieler fokussiert. Das ist so scheiße. Natürlich. Die einzige Münze, die ich habe, verliere ich. War ich jetzt echt zu inkompetent, um diese scheiße Münze einfach aufzuheben? Och, leck mich, Alter. Hier. Natürlich bombe ich mich gleich selbst hier weg. Oh, Metal Mario. Hatte der was? Natürlich hatte der nichts. Wegsack. Das ist der Einzige, der hier nichts, der Einzige mit mir da nichts anderes hat. Ach, Alter, was ist das denn für eine Kacke? Was ist das denn hier für eine Kacke, Mann? Gib mir doch einfach... Ja, jetzt hat... Der hat auch den Arsch voll, der Luigi. Das ist echt unglaublich, Alter. Ach, komm, leck. Oh, oh. Bowser hat Münze verloren. Ja, danke. Also hier habe ich das Gefühl, das ist auch gerade ein bisschen Glück. Das ist hier einfach so chaotisch, Junge. Du wirst abgeschossen ohne Ende. Alter, meine Fräsen.
Okay, hier sind noch... Hier sind noch... Münzen, Alter. Was ist hier los, Mann? Okay, ich habe 3. Das ist ziemlich gut. Gegen Ende komme ich jetzt nochmal ins Rennen. Oh mein Gott. Nein. Junge, roter Panzer, wo gehst du denn hin? Das wäre die Siegeskarte gewesen. Das wäre safe die Siegeskarte gewesen. Oh, er ist auf was gerutscht. Nein, die Zeit ist aus, Junge. Da liegt direkt vor mir die Münze. Naja, es zählt ja das, was zusammen ist, ne? Also, ihr Punkt insgesamt. Deshalb. Wenn man einmal erster oben ist, also unten beim Screen, wird das nicht immer gleich gewertet. Es werden einfach nur die Münzen gewertet. Und es wird gerade angezeigt, ob du jetzt in der Runde gerade der Beste von allen bist. Nee, ist es nicht. Und yay, meine Lieblingsmap. Fällt mir gerade mal so auf. Ey, wir spielen ja gerade meine Lieblingsmap. Ja, cool. Ich würde liebend gern diese Münze haben. Weil irgendwie auch alle gerade zu inkompetent dafür sind, so wie Bowser. Nice. Nice zu sehen, dass alle das gerade so dumm waren und wie ich das einfach versucht haben. Gib meine Münze her. Ich habe eh nur diese verloren. Da wird ja auch immer angezeigt, -1, +1, wenn man eine einsammelt und so. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. So viel rechnen können wir alle, denke ich mal. Oh, hier sind ja auch überall in den Gassen noch Münzen verstreut. Deshalb versuche ich die jetzt einfach mal zu sammeln. Ich versuche es einfach mal. Ich bin eh momentan, ja, hab von allen anderen, da kann man so ein bisschen sich orientieren, wie gut die anderen sind. Am meisten Münzen. Bam. Boah, war der gut mit dem grünen Panzer. Natürlich kriege ich nicht die Münze, obwohl, doch. Hab sie von Metal Mario zurückbekommen. Danke, Metal Mario. Kann es sein, dass auch Münzen an bestimmten Orten einfach spawnen, auch wenn man sie nochmal eingesammelt hat? Ja, es würde Sinn machen, ansonsten würde es ja nur beschränkte Anzahl an Münzen geben, die man haben kann. Boah, dich bombe ich weg, Digga. Komm, Luigi. Ja, der ist echt so dumm. Aber der hatte nichts. Oh Mann, Alter. Und hier war auch noch irgendwie eine Münze. Aber ich habe momentan 7. Das ist eigentlich ziemlich gut, vor allem, weil der Rest einfach schlechter ist. Ich bin auch gerade Platz 1 von allen. Oh mein Gott, liegt hier massiv Münzen. 2. 3. Alter, nice. Ich habe 11. WTF, ich habe 11. Okay, das war fickt gut. Und ich glaube, es wird auch auf der Karte nie Münzen angezeigt, ne? Finde ich aber auch gut so. Kann man mehr als 10 überhaupt haben, weil die Zahl ist so goldig irgendwie gerade. Das liegt nicht daran, dass ich Erster bin. Oh, ich muss niesen. Ach, danke. Nein. Oh Gott. Ey, ich kann nur höchstens 10 Münzen haben. Ich bin zu geil für diese Welt, Alter. Ah, warum muss ich in Mario Kart immer niesen? Wirklich, wenn ich niese, dann ist es gefühlt immer nur in Mario Kart 7. Ne? Nicht in 8, sondern in 7. Mario Kart 8, auch verfickt langes Let's Play, Alter. 82 Parts, glaube ich schon. Und, weil halt Silvester war, kam kein 83er, sondern es war so ein Special Day mit Special Videos. Einmal Projekt des Jahres Abstimmung und dann die beiden Silvester Special Zeile. Einmal das Longplay und einmal der Jahresrückblick. Also hattet ihr gestern von mir über 2 Stunden Content bekommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Viele haben ja den Jahresrückblick gesehen. Eigentlich ist der erste Teil des Silvester-Specials gefloppt. Das Weihnachts-Special war ja Land 1. Das war ja, das kam noch gut an. Aber der zweite Teil ist gefloppt. Naja. So wie das Let's Play damals. Ich kann mich noch erinnern, der zweite Teil ist auch gefloppt. Und der erste Teil eher nicht, weil da ging sogar ziemlich ab, weil, gut, war mein zweites Projekt. Und viele dachten auch, dass es mein erstes ist, weil es war das erste Projekt, was endete und war für eine lange Zeit bei den Let's Play-Playlists ganz unten. Dann dachten viele, Super Mario Land wäre mein erstes Video gesehen. Wäre mein erstes Video gewesen. Aber haben dann viele auch gecheckt, dass es nicht so ist. Es hat auch immer Super Mario Bros. 3, der Part, da viel mehr Aufrufe. Aber auch so 130 oder so hatte Land Part 1. Und ja. Deshalb ist es nicht so gefloppt. Ich habe ja auch da im Part immer gesagt, willkommen zu einem neuen Let's Play, Super Mario Land. Und deshalb hat man dann schon gecheckt, okay, wo ist das wirkliche erste Let's Play? Das war Super Mario Bros. 3, aber es endete nicht zuerst, sondern als, ja, hat länger gedauert, waren ja 22 Parts oder so. Und deshalb war es eine lange Zeit bei den Playlists weiter oben. Aber man konnte ja auch einfach bei den Videos von Alter noch, ja, von Alter einfach bestimmen. Dann wurde schnell angezeigt, hier Super Mario Bros. 3 war das erste Projekt. Streng genommen nicht. Ich habe ja auch in einem MK8-Part erzählt, dass ich eigentlich noch ein Projekt aufgenommen habe davor, Monate vorher, im Sommer 2014.
ich aber es nie hochgeladen habe. Warum und warum nicht und alles dazu. Guckt euch einfach den MK8-Part an. Ist gar nicht mal so lange her, der MK8... Alter, Yoshi, wie geht der denn ab? Aber ja, auch ziemlich gut. Der MK8-Part hieß auch irgendwie, war Super Mario Bros. 3 wirklich mein erstes Projekt. Ja, ja, falls Leute sich doch das irgendwie reinziehen wollen, will ich das jetzt nicht alles hier erzählen, wenn ich schon mal den MK8-Part gemacht habe, der auch explizit darauf bestimmt war und was ja auch ein Laberprojekt ist. Wir haben gewonnen mit 28 Punkten. Yoshi hat am Ende nochmal ziemlich aufgeräumt. Aber wir haben es gepackt. So, und jetzt nochmal das Ganze im Team-Mode und dann haben wir das Spiel komplett ausgelutscht, haben so ziemlich alles getan, was man machen kann. Zeitfahren ist übelst langweilig in einem Let's Play, deshalb machen wir das nicht. Ist aber auch selbstverständlich, denke ich. Natürlich mit Mario wie vorher. Ist ja Mario Kart. Normal, Zufall, alle. Nein, ich habe kein Team angemacht. Oh Mann, ich bin so dumm, Alter. Oh, leck mich doch. Junge, mach den Widescreen weg. Nee, reg mich nicht auf. Und es wäre jetzt auch nochmal dieselbe Map wie vorher gewesen. Da kriegst du doch Anfälle, Alter. Sorry, aber das jetzt irgendwie wegzukatten, das wäre auch irgendwie unnötig. Hauptsache habe ich unterhalten, aber ich habe eine Minute verschwendet. Nein. So, wir machen jetzt einfach. Mario ist richtig. So. Vor allem alle. Hier steht aus, aber wir machen sie an. Man kann auch immer so ein bisschen rumswitchen. So, wir spielen jetzt einfach so. Ich meine, ich war vorher in Team Rot. Oder? Oh, fuck. Was mache ich denn? Nein, Junge. Ja, man ist immer am Anfang in Team Rot. Okay, dann machen wir es so wie vorher. Ah. Ein bisschen mehr mischen. Boah. Jetzt passt's. Und jetzt bin ich in Team Blau. Ich mag ja auch die Farbe Blau mehr. Und jetzt sind wir in Team Blau, Digga. Okay, ich denke, ich habe auf jeden Fall genug gemischt. Team Battle ist ja nochmal ein bisschen anders immer. Wie der Name schon sagt, man spielt im Team. Und ich glaube, man kann seinen Gegner abschießen. Haben wir ja in Ballonballerei erlebt, dass das tatsächlich geht, dass man seinen eigenen Kontrahenten abschießen kann. Und ich finde es auch gut, dass die Münzen in der bestimmten Farbe angezeigt werden von Gegner. So kann man sich schnell dran orientieren, aber ist ja irgendwie logisch, ne? Oh, diese DS-Strecke. Mario Kart DS, auch ein sehr schönes Let's Play gewesen, was ich aber down genommen habe, wegen zu schlechtem und nicht mehr ich. Und ja, müsst ihr auch mal wieder ein Reloaded her. Vielleicht kommt es ja irgendwann, aber dann wäre das das letzte Mario Kart, was ich Let's Playen würde, weil ich habe es halt schon mal Let's Played und es gibt noch viele andere gute Mario Kart-Teile, die auf uns warten und gespielt werden möchten. Und stirb. Och, komm schon, Alter, was ist denn hier los? Warum... Diese Map ist so komisch, weil alle halten sich einfach in der Mitte auf und es fliegt alles fliegt in die Luft. Oh, den muss ich gut einsetzen. Nein, ich habe den Koopa verfehlt. Nein, ich habe meine eigenen Kontrahenten getroffen. Koopa, okay. Ey, ich krieg tatsächlich einen Stern, ich krieg tatsächlich eine Münze, ich muss die nicht einsammeln. Ich krieg die einfach, wenn ich die mit einem Stern ramme. Wie geil ist das denn, Alter? Das ist mega geil. Leck mich doch am Arsch, du scheiß Drecksack, Mann! Oh Gott, und wie Bowser von den... Kann es sein, dass dieser Koopa oder so ist, irgendwelche Schildkröten, Dinos, irgendwas gegen mich hier haben? Das kann doch nicht sein, Alter. Wie die hier abgehen. Ey, Koopa, ich schwöre, ich mach dir so den... Verdammt. Das werden wir jetzt mal herausfinden, ob... Nein, ich bin so knapp an Bowser vorbei, ob man jetzt wirklich Münzen stehlen kann, wenn man bei denen einfach vorbeidüst. Ja, kann man, eine. Eine habe ich vom Yoshi. Cool. Lag das jetzt daran, dass er nur so wenige Münzen hat, oder kann man generell nur zwei klauen? Weil mit dem Panzer kann man ja auch immer unterschiedlich abschießen. Kommt halt auch hier drauf an, wie viel man hat. Und ich wette, ich werde gleich von irgendwas abgeschossen, gedings, deshalb haue ich lieber ab. Ich habe 4 Münzen, ist okay. Ist geil, weil der Shy Guy 7 hat, aber Bowser hat 10, aber... Oh Gott. Wir waren insgesamt besser, oder? Nein, Bowser ist so abgegangen, Alter. Haben die jetzt echt noch 2 Münzen mehr? Das Team-Battle habe ich ja, also ich habe das Einzel-Battle im, hier, Ballonballerei habe ich ja gewonnen, das Team-Battle auch. Hier habe ich auch die erste Runde von der Münzenjagd gewonnen, mal gucken, wie die zweite wird. Oh, fuck, Alter, das war ja mega schlecht. Okay, die Münze habe ich noch irgendwie gekriegt. Aber jetzt möchte ich mal noch diese haben. Danke sehr, weil die ist echt einfach zu bekommen, du Arschloch. Deshalb wollte ich das mal schnell machen, bevor alle anderen jetzt kommen. Hä, waren hier nicht noch irgendwie Münzen? Ah ja, da ist eine. Oh, oh, die sammle ich noch ein.
bevor alle anderen hier kommen. Alter, da hinten sind Münzen, ist Bowser irgendwie dumm. Oh nein, Koopa kommt. Der hat einen roten Panzer. Aber der ist dumm, er dreht sich um, er sieht mich gar nicht. Wie geil ist das denn? Warum ist er so dumm? Oh scheiße, da ist er. Jetzt schießt er mich ab. Ja. Das war so klar, Mann. Warum fahre ich denn auch hinterher? Komm, ihr seid doch alle Wichser, Mann. Ihr seid alle Spielverderber. Meine Fresse, fahr halt nicht gegen die Wand. Achte mal, wohin du fährst. Danke sehr. Ich hoffe, mein zukünftiger Fahrlehrer wird dieses Video nicht sehen. Sonst kann ich sofort keinen Führerschein machen. Viel Spaß. So, ey, gib her. Hier sind auch viele Münzen. Also hier, die spawnen einfach echt, die fallen einfach runter. Also anscheinend ist es echt so, dass einfach man in den Gassen nachgucken sollte, was da so abgeht. Oder auch am Brunnen oder generell an irgendwelchen Punkten, wo hier irgendwas ist. Denn hier ist irgendwas. Okay, 9 Münzen. Also jetzt werde ich die Scheiße vom Bowser hier wieder für uns wettmachen. Und wieder machen werde. Okay, hier spawnt nichts in den Gassen. Oh, da ist Bowser und der hat auch wieder 7. Boah, ich versuche jetzt mal irgendwas zu kriegen, wo mich den abballern kann. Oh, shit, Alter. Ja! Okay, nice, ich habe 10. Ich versuche ihm einfach die wegzuschnappen. Ja, nice, nee, jetzt ist es scheißegal, ich habe ja eh 10. Okay, geil. Nein, jetzt muss ich die wegschnappen. Okay, er hatte ja... Okay, ich habe ihm 2 abgezogen. 2 konnte ich ihm abziehen. Das sollte doch... Oh, Metal Mario hat auch 7 und Bowser hat 5. Ja, nice. Aber Bowser hatte schon immer 5. Oh Mann, bin ich dumm. Oh, jetzt waren die insgesamt besser, denke ich mal. Aber okay. 31 haben wir jetzt. Ah, guck mal, Schwierigkeit ist auf normal und trotzdem ist es noch spannend. Ich dachte mir, vielleicht zum Abschluss machst du es nochmal auf schwer. Aber solange es hier spannend ist, ist ja okay. Nice, wieder diese Welt. Ich mag die sogar. Ist meine Zweitlieblings eigentlich hier im Spiel. Meine Lieblingswelt ist ja hier Wuhu-Stadt. Schön, dass wir das jetzt auch wieder hier haben. Okay, Alter, chill doch mal dein Leben, meine Fresse. Mein Gott. Okay, alles gut. Ach du Scheiße, Digga. Aber wir haben ja eh jede Map schon einmal gesehen, deshalb ist es jetzt egal, dass die auch in der letzten Runde hier kam. Ich meine, wir machen ja auch zufällig. Ne? Solange wir jede Map gesehen haben, ist alles gut, denke ich. Hier fallen einfach random Münzen runter, das ist so witzig. Bowser. Oh, verdammt, der hatte Schutz. Und was auch geil irgendwie ist, dass ich so eisig rutschig... Verdammt eisig und rutschig ist und deshalb ist es auch nicht so einfach, die Münzen zu kriegen. Alter, WTF, chillt doch mal alle. Okay, da ist noch was. Da habe ich 10. Dann kann ich mich eigentlich verpissen. Ich denke, wenn ich 10 habe, ist es nicht klug noch... Also wenn, zum Beispiel eben bei Bowser ist es klug, Münzen wegzuschnappen. Aber ich sollte jetzt eher halt verteidigen, ne? Mein Team verteidigen. Ich habe ihn auch abgeschossen, lol. Irgendwie habe ich das noch hinbekommen. Oh, Koopa, du bist so dumm. Oh mein Gott, ich habe wieder 10. Lol. Oder mich halt verstecken. Das geht natürlich auch, aber ich denke, ich bin eher für verteidigen. Weil falls was passiert, kann ich ja noch meine Münzen wieder einsammeln, so wie gerade eben. Oh nein, das war relativ knapp, aber es war ein guter Schuss, denke ich. Ein guter Versuch, Koopa aus der Bahn zu werfen. Oh, er hat einen Stern. Oh nein, Lakitu. Ja, ich versuche jetzt einfach mal irgendwelchen, ich kann ja auch mit der Karte, ich arbeite auch jetzt mal mit der Karte da unten, dass ich irgendwelchen Leuten aus dem gegnerischen Team entgegenkomme und einfach mal Stress mache, ne? Boah, bist du ein Assi. Mann, guck mal, wie der es auf mich abgesehen hat. So ein Spast, Alter. Oh mein Gott, war das ein geiler Kill. Und jetzt die Münzen weg. Nice. Oh nein, er hat noch einen roten Panzer. Ich sollte abhauen. Ja, für die letzten Sekunden kann ich jetzt abhauen, mich einfach hier hinstellen und durchdrehen. Ja, okay, Lakitu kommt auf mich zu, aber er ist dumm und der rote Panzer hat ihn nicht getroffen. Oh mein Gott, wie geil. Okay, nice. Jetzt kommt die letzte Runde, oder? Ja, seht ihr? Oh, 10 Punkte. Ja, diese Runde war so gut. Ich glaube nicht, dass sie das so schnell nochmal aufholen. Deshalb, ja, haben wir eigentlich keinen Grund zur Sorge. Ne? Letzte Runde. Oh, die Honigkacke hier. Die finde ich auch geil, die Map. Nur jetzt mal nachgucken, wo hier irgendwas ist. Ah, natürlich ist hier massig was, Digga. Also Mitte von einer Map ist immer gut. So, Spast. Oh Gott. So, jetzt hat er keine Münze mehr. So viel zum Thema äußerste Kante. Ich wollte skillen und bin gestorben. Oh Mann, Alter. Guck mal, zu diesen Münzen sind, glaube ich, jetzt für immer tot. Dafür spawnen aber neue. Aber es gibt ja auch Maps, wo man nicht runterfällt. Sorry, ich dachte, du wärst jemand aus dem gegnerischen Team.
Mein Gott, ich sollte mich mehr konzentrieren, aber ich habe 4 Münzen, Metal Mario hat 4 Münzen, ist alles eigentlich safe. Alles sauber. Gibt's nichts zu meckern, ein Stück Scheiße, aber da ist was gespawnt. Okay. Und diesmal nicht an äußerster Kante sein, wäre ziemlich doof. Wenn ich das wieder wäre, okay. Und auch diese Münze hier, dann will man es ja irgendwo hingeportet, aber ist auch lustig, irgendwann mal von dem Spiel. Einfach mal irgendwo hingeschmissen zu werden, ist, denke ich, auch eine ganz, ganz witzige Sache. Alter, hier in der Mitte sind Items und Münzen, das ist so nice. Okay. Was tue ich jetzt? Bowser, Bowser, Bowser kommt. Bam! Eine Münze könnte ich noch haben. Danke sehr. Oh mein Gott, das war echt knapp. Da habe ich die Beine nicht bekommen. So, und jetzt habe ich eigentlich nur noch als Job mal wieder, weil ich einfach zu geil für diese Welt bin. Schon wieder. Einfach mal Stress zu machen und jeden einfach mal abzuknallen, der irgendwie nicht in meinem Team ist. Kommt doch her! Zum Beispiel du. Danke sehr. Naja, es ist ziemlich dumm, eigentlich dann nicht ihre Münzen wegzuschnappen. Das sollte ich vielleicht auch mal machen. Hier, so, zack. Aber ich denke, Defensivleistung, die man irgendwie, die man hier verteidigen kann, ist ganz gut. Aua, du Arschloch. Boah, das ist ziemlich schwer. Muss ich A, B und X gedrückt halten, wenn ich hier noch irgendwie wenden will. Verdammt, nein, jetzt habe ich nur 6. Ey, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Okay, 7, aber... Ah, Lakito hat 6. Oh, die waren auch... Ja, guck mal, die sind hier 4., 4., 6. Aber ich denke, das sollte reichen, oder? Ja, wieder 10 Punkte. Haha, nice. Okay, Ergebnisse ansehen. Und damit war es das von Let's Play Mario Kart 7. Mein Fazit habe ich ja schon in Part 16 gesagt. Es war ein geiles Projekt. In den letzten Tagen waren die Views auch eigentlich... Views, Likes waren überdurchschnittlich. Insgesamt ist das Projekt nicht gefloppt. War okay. Es ist eigentlich sogar überdurchschnittlich angekommen. Es war ein überdurchschnittliches Projekt. Das hat mich sehr gefreut, vor allem zu Zeiten, wo der Kanal richtig scheiße läuft. Aber jetzt haben wir 2017. Jetzt wird es hoffentlich besser. Wir gucken einfach mal, was das neues Jahr bringt. Bis jetzt, an diesem einen Tag, sind eigentlich nur positive Sachen passiert auf dem Kanal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Oder eher gesagt, bis zum nächsten Projekt. Ich hatte sehr viel Spaß und ich hoffe, das werde ich auch mit weiteren Mario Kart Teilen haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.